Das Wasser kam so schnell und mit einer solchen Wucht, da konnten selbst die Rettungskräfte nur noch zuschauen. Innerhalb von einer Viertelstunde war der ganze Marktplatz der kleinen Gemeinde überschwemmt. Also, wie wir rausgekommen sind, war der Fluss schon da und dann waren die Autos schon nicht mehr zu retten. Ja, ich habe es schon mal erlebt, 99, 93, aber nicht so schlimm wie heute. Also heute war es brutal. Es war was Außergewöhnliches, weil es doch in sehr, sehr kurzer Zeit ein sehr großer Bereich betroffen war und im ersten Moment auch viele Personen in einer Notlage waren. Schnell waren Dutzende Rettungskräfte im Einsatz. Die ganze Nacht über versuchten sie, Schlimmeres zu verhindern. Die Menschen hier hatten Glück im Unglück. Offiziellen Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Wohl auch deshalb, weil das Frühwarnsystem funktionierte. Nein, wir haben die Leute auch um 18 Uhr vorgewarnt, weil wir befürchtet haben, dass etwas kommen könnte. Da wusste es aber noch niemand. Schwere Unwetter mit Starkregen gab es auch in Oberfranken. In Bamberg liefen zahlreiche Keller und Unterführungen voll. Aber auch hier wurde niemand schwer verletzt. Landunter, auch knapp 10 Kilometer südlich in Strullendorf. Hier wurde ein Öltank in einem Keller aufgeschwemmt. 2500 Liter Heizöl traten aus. Und aus Kassel ist mir jetzt unser Reporter Rudi Heinz zugeschaltet. Rudi, wie sieht es denn momentan aus? Laufen die Aufräumarbeiten noch? Ja, langsam kehrt die Normalität wieder zurück. Etliche Feuerwehren haben die ganze Nacht durchgearbeitet und haben den Marktplatz, ja, und die Innenstadt oder den Ortskern wieder auf Vordermann gebracht. Anders sieht es jetzt da aus in den Häusern. Gut 20 Häuser sind ja durch die Überschwemmung vollgelaufen zum Teil. Und auch die Keller mussten abgepumpt werden. Und da werden die Hausbesitzer schon noch ein paar Tage brauchen, bis da wieder alles auf Vordermann gebracht wurde. Das ist ja nicht das erste Unwetter in dieser Gegend. Gibt es ein Konzept in der Gemeinde, um sich vor solchen Hochwasserkatastrophen zu schützen? Ich habe mit dem Bürgermeister darüber gesprochen. Der hat zu mir gesagt, dass man schon vor knapp 20 Jahren über ein Hochwasserschutzkonzept gesprochen hat. Und man hat sich damals dagegen entschieden. Erstens hätte es einen massiven Eingriff in die Natur bedeutet. Es hätten sehr viele Dämme gebaut werden müssen. Und zum anderen hätte es sehr viel Geld gekostet. Damals schon, so sagt er, knapp 25 Millionen Euro. Und man hat dann lieber jetzt das Geld genommen, um die Feuerwehren auszurüsten und die Ausbildung voranzutreiben. Wie sieht es denn für die nächsten Tage aus? Gibt es eine Prognose, Entwarnung oder weitere Unwetter? Also jetzt scheint gerade die Sonne und auch heute soll es noch einigermaßen trocken bleiben. Für die nächsten Tage sind immer wieder mal Schauer angekündigt. Aber die Magder brauchen hier keine Angst zu haben, denn die Kanalisation, so hat der Bürgermeister gesagt, ist völlig intakt. Wenn es ein ganz normales Gewitter kommt, ist es überhaupt kein Problem. Dann braucht man keine Angst zu haben hier. Vielen Dank, Rudi Heinz in Kassel.